Da ich gefragt wurde, wie man einen Bullenkatalog liest, habe ich mir jetzt hier mal den ZBH-Bullenkatalog runtergeladen und mir einen Bullen rausgesucht. Und hier können wir dann mal uns mal ein bisschen anschauen, was für Zahlen das hier überhaupt sind und was diese Abkürzungen bedeuten. In dem Fall habe ich jetzt mir jetzt den Bullen Yulandi rausgesucht. Hier unten haben wir den, das Datum, wann er geboren ist, den Züchter, er wurde in den Niederlanden gezüchtet, der Besitzer ist die RUW. Dann haben wir auch hier schon die ersten drei Dinge, die erstmal einem nichts sagen. Top Q, Classic Plus. Top Q bedeutet einfach nur, dass es ein Verband ist von verschiedenen Züchtern, die halt sich gegenseitig genetisches Material austauschen. Heißt nichts anderes, dass der Bulle eigentlich im Stall vom RUW steht, aber dank dieses Top Qs kann man das Sperma auch über das ZBH bestellen. Das ist eigentlich schon alles. Classic bedeutet, dass die Töchter geprüft wurden von dem Bullen und das Plus bedeutet, dass halt eine genomische Selektion. Heißt eigentlich nichts anderes, dass die Zuchtwerte anhand der Erbanlagen, also anhand des genetischen Codes, abgeleitet wurden. Dann haben wir hier unten die Ahnentafel vom Yulandi. Wir wissen hier jetzt dadurch, dass Andi der Vater ist und Julia 389 ist die Mutter. Bei dem Andi haben wir noch die Zusatzinformation, dass er aus der Linie von Goldwyn abstammt. Es gibt zum Beispiel noch Snowman oder Oman. Das sind so diese drei Top-Abstammungslinien, die es gibt. Da kann man ein bisschen drauf achten, damit es hier nicht zu viel Inzucht gibt, zum Beispiel. Also, dass man nicht nur Goldwyn in seiner Herde hat. Dann haben wir hier zum Beispiel noch die Mutter Julia, 389. Hier können wir aus diesen Zahlen ablesen, dass die dritte Laktation beurteilt wurde. Und dort hat sie ein Very Good bekommen. Mit 86 Punkten. Hier unten steht, dass sie zu diesem Stand, als der Katalog rausgekommen ist, vier Laktationen hatte. Davon wurden drei Stück vollständig bewertet. Die erste Zahl ist die Milchleistung. Die zweite Zahl ist das Fett in Prozent. Dann das Fett in Kilogramm, Eiweiß in Prozent und Eiweiß in Kilogramm. Das sind jeweils die Durchschnittwerte dieser drei Laktationen, die getestet wurden. Dann haben wir hier die Höchstleistung oder die höchste Laktation. Also die beste Laktation, die sie hatte, war die dritte Laktation mit 9.598 Kilogramm Milch, 3,89% Fett oder halt 382 Kilogramm Fett, 3,32% Eiweiß und 360 Kilogramm Eiweiß. Das Ganze geht dann weiter und zwar immer mit der mütterlichen Linie, also immer mit den Eltern der Julia. Also der Vater von der Julia heißt Moonlight, die Mutter heißt Julia 382. Hier sehen wir wieder, die dritte Laktation wurde mit exzellent 92 Punkten bewertet. Sie hatte sieben Laktationen, davon wurden sieben vollständig erfasst. Sie hat eine Milchleistung von 10.293 Kilogramm. Und hier haben wir dann die Werte wieder für Fett, Fettkilogramm, Eiweiß, Kilogramm. Die höchste Leistung hat es in der vierten Laktation. Und dann geht das Ganze wieder weiter. Die Mutter von Julia 328 ist Julia 381. Die erste Laktation wurde mit Very Good bewertet, 86 Punkte. Der Hintergrund, warum hier nur die Mütter dastehen, ist einfach der, dass wenn ich jetzt ins Internet gehe und nach dem Andi google, nach dem Moonlight oder nach dem Stadel, finde ich alle Informationen drüber. Deswegen werden die hier nicht mit aufgeführt. Und das war es im Grunde auch schon zu diesen Daten hier. Dann kommen wir auch schon zu dem RZ. Also RZ bedeutet Relativzuchtwert. Da wird von einem Standard oder von dem Durchschnitt ausgegangen von 100 Punkten. Sollte er jetzt mehr als 100 Punkte haben, ist er besser als der Durchschnitt. Sollte er weniger als 100 Punkte haben, ist er schlechter als der Durchschnitt. Und unten drunter haben wir die Sicherheit, die einfach nur angibt, wie wahrscheinlich dieser geschätzte Wert dem realistischen Wert entspricht, der dann am Ende rauskommt. Wir haben hier einmal RZ-Fit. RZ-Fit sagt einfach nur, ist wie so ein Langlebigkeitswert, der einfach mehrere Sachen zusammenfasst, zum Beispiel Fundament, Eutergesundheit, Nutzungsdauer oder Töchterfruchtbarkeit. RZ-Robot ist wichtig für Robotermelken, also Euterform und sowas. RZM ist die Milchleistung, RZE ist das Exterieur. Das S steht für somatische Zellen, das N für Nutzungsdauer und das R für Reproduktion.
Das Ganze, also all diese Werte vom Anfang, werden dann zu einem RZG zusammengefasst, also Relativzuchtwert Gesamt. Dort sieht man jetzt einen Wert von 141. Wenn man sich jetzt die ganzen anderen Werte anguckt, haben wir nur einmal einen Wert von 143. Trotzdem ist sein durchschnittlicher Wert bei 141, was eigentlich ja nicht sein kann. Deswegen sehe ich das Ganze hier oben eher so als Marketing-Gag. Die werden halt versuchen, irgendwie das Ganze, diesen Bullen ein bisschen schmackhaft zu machen. Deswegen sollte man jetzt hier auf diese ganzen Werte nicht mehr so viel drauf geben. Was man hier aber auf jeden Fall zum Beispiel rauslesen kann, ist, dass der RZR, also der Reproduktionswert, ziemlich niedrig ist. Auch die Sicherheit ist ziemlich niedrig. Was einfach bedeutet, dass man dann die Kühe sehr schwer zum Tragen bekommt. Hat aber auch gleichzeitig was mit dem RZM-Wert zu tun, weil der so hoch ist. Hat einfach Folgendes, dass halt die Kälber sind halt, oder die Kühe sind, haben halt einen sehr scharfen Milchcharakter von ihm. Und deswegen bekommt man sie sehr schwer tragen, weil sie halt in der Anfangsphase sehr viel Körpermasse abbauen. Und dann sagt einfach der Körper, dass Notstand ist und er kein Kalb möchte. Was halt dann einfach zur Folge hat, dass man halt mehrere Versuche braucht, um dann die Kuh tragen zu bekommen. Also im Grunde kann man diese vorderen Zahlen als ja mehr oder weniger wichtig ansehen. Diese RZG ist halt eher so ein Marketing-Gag, meiner Meinung nach. Von daher ist das ein bisschen zu vernachlässigen. Hier unten haben wir dann im Grunde alle diese Zahlen nochmal in Textform, also diesen RZM-Wert von 143, wissen wir ja, dass also über 120 besonders gut ist. Und hier haben sie dann gleich ausgeschrieben, gute Milchleistung mit super Eiweißgehalt kombiniert mit sehr gutem Fundament und Euter. Also haben wir im Grunde hier das Ganze in Textform und links haben wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr zusammengefasst. Also wir wissen, man ein Top-Vererber ist, dass er super Hinteräuter und super Fundamente hat und stark im Milchtyp und Körper ist. Hier unten drunter haben wir dann dieses Classic. Also die Milchleistung wurden von 1783 Töchtern in 774 Betrieben getestet. Dort hat man festgestellt, dass die Milchleistung mit 1500 Kilogramm über dem Durchschnitt liegen. Der Fettgehalt im Prozent ist unter dem Durchschnitt mit 0,37% weniger. Der Fettgehalt ist aber aufgrund der hohen Milchleistung über dem Durchschnitt und Eiweiß ist ebenfalls über dem Durchschnitt. Hier unten haben wir dieses Exterieur. Das ist besonders wichtig, wenn ihr dann in der Abschlussprüfung zum Beispiel seid, denn ihr werdet meistens eine Kuh hinbekommen, die einen tiefen, die eine tiefe Eutertiefe hat oder halt auch die Hinterbeinwinklung, entweder steil oder halt angewinkelt ist. Und hier könnt ihr einfach ganz leicht ablesen, was dieser Bulle vererbt. Also wir wissen jetzt zum Beispiel, wenn ihr eine Kuh habt mit einem besonders tiefen Euter, dann könnt ihr hier diesen Bullen draufsetzen und wisst, dass er den Euter dann auf, ja, also ein bisschen höher vererbt. Nur weil jetzt der Bulle ein hohes Euter vererbt, heißt es auch nicht, dass es dann an dem Kalb so rauskommt. Von daher, man sollte sich auch auf keinen Fall mehrere Werte aussuchen, die man verbessern will, sondern man sollte sich immer den schlimmsten Wert aussuchen. Also wenn sie ein extrem niedriges Euter hat, dann sollte man auf jeden Fall sich auf das Euter konzentrieren. Aber man sollte jetzt nicht die Eutertiefe, das Hinterbeinwinkel, den Klauenwinkel und die Körpertiefe verändern wollen, weil das sind alles viel zu viele Werte. Vor allem sollte man auch nicht die anderen Werte vernachlässigen, nur weil der jetzt zum Beispiel eine gute Eutertiefe gibt oder halt auch zum Beispiel eine gute Hintereuterhöhe, heißt das noch lange nicht, dass man den jetzt benutzen muss, weil es kann durchaus sein, dass wenn jetzt zum Beispiel die Kuh eine Hinterbeinwinkelung hat, die ziemlich steil ist, wird sie durch den Bullen jetzt noch steiler werden, was dann wiederum negativ ist. Also da müsst ihr so ein bisschen Auge drauf haben, aber das werdet ihr wahrscheinlich dann auch mal durchgehen. Hier unten haben wir dann die Befruchtung stehen. Befruchtung heißt nichts anderes, also es gibt maximal 3 Sterne. Er hat von 3 Sternen 2 Sterne, also ist eigentlich gut bewertet. Dann haben wir ganz unten Melkbarkeit maternal stehen. Melkbarkeit maternal bedeutet mütterlicherseits, den Kalbeverlauf maternal und den Kalbeverlauf paternal, also maternal mütterlicherseits, paternal väterlicherseits. Wieder mit einem RZ-Wert und einer Sicherheit. Und im Grunde haben wir rechts nur noch 2 Fotos von seinen Kälbern. Das sind dann jeweils die besten Kälber. Und im Grunde war es das auch schon mit dem Bullenkatalog.